Hallo Leute, heute reicht es eigentlich in 5 Minuten beim Casio FX810DECW. Wo finde ich die hyperbolischen Funktionen, also Sinushyperbolicus, Cosinushyperbolicus, wo finde ich denn die? Also dazu muss ich auf den Katalog gehen, dann ganz runter auf hyperbolische, trigonometrische, dann auf OK. Jetzt kann ich mir hier auswählen, was ich gerade brauche. Also da ist alles drin. Sinus, Hyperbolicus, Cosinus, Hyperbolicus, Tangens, Hyperbolicus, Sinus, Hyperbolicus, minus 1 bedeutet der Arcus, Sinus, Hyperbolicus, schwieriges Wort. Und da kann ich auswählen, was ich gerade so brauche. Zum Beispiel Sinus, Hyperbolicus und kann mir den dann entsprechend ausgeben. Hier mal aufpassen mit Degree und Rad, also sprich hier oben seht ihr, ob ihr auf Degree, also Gradmaß oder auf Radiant arbeitet. Ja, hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Falls ja, einen Daumen hoch hier oben, dürft ihr abonnieren. Hier geht es weiter mit einem weiteren coolen Video. Macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen.